Willkommen bei Agency Log, dem Logbuch der Agenturszene. Wir haben heute den Spaß mit dem Campaigning-Büro, die nächsten 30 Minuten. Hoffentlich wird es ein Spaß, ja. Die nächsten 30 Minuten zu verbringen. Ich freue mich, dass die Stefanie Winkler-Schloffer hier bei uns ist, 31, Geschäftsführerin des Campaigning-Büros, Schwerpunkt Corporate-Kunden, über die wir nach der Einleitung genau noch sprechen wollen. Und den Gründer haben wir natürlich hier, den Philipp Madertaner, der das Campaigning-Büro vor knapp 10 Jahren, 9 Jahre sind es jetzt, gegründet hat, der sich auch freut, weil er ist gerade in eine neue Location, in eine prominente, in das Icon Tower beim Hauptbahnhof eingezogen, in den ganzen 21. Stock, und du erwartest an die 100 Mitarbeiter Richtung nächsten Jahr. Derzeit seid ihr ungefähr 70, und du hast auch die ersten Fühler nach Deutschland in Berlin ausgestreckt, um deine Expertise auch dem deutschen Markt anzubieten. Jetzt wollen wir mal vorweg sagen, dass die Grundlage des Campaigning-Büros eigentlich durch eine politische Aktivität entstand. Ihr beide kommt aus der ÖVP, aus dem politischen Bereich. Ihr habt in Niederösterreich euch die ersten Sporen verdient mit tollen Kampagnen für den niederösterreichischen Landeshauptmann damals auch noch. Habt dort bewiesen, dass ihr die Fähigkeit habt, Menschen zu mobilisieren. Das hat sich dann in weiterer Folge in Vorzugswahlkampfkämpfen für den jetzigen Bundeskanzler Sebastian Kurz manifestiert, wo ihr dann zu Ehre und Ruhm in eurem Geschäft des Campaignings gekommen seid. Nichtsdestotrotz ist das Campaigning-Büro aber bei weitem nicht mehr nur eine politische Organisation oder eine Werbeagentur, eine Kommunikationsagentur, die sich im politischen Bereich sehr gut auskennt und da sich die Sporen verdient hat, sondern ihr habt natürlich, bietet ihr eure Expertise auch der Wirtschaft an und habt da eine Reihe namhafter Kunden, die auch immer mehr werden. Lass uns einmal kurz über die Anfänge sprechen. Philipp, du hast das Campaigning-Büro vor knapp 10 Jahren gegründet und deine Wurzeln kommen aus Niederösterreich. Du warst auch in Krems dort unterwegs. Erzähl einmal, wie das alles begonnen hat und wie du in diesen Markt hineingewachsen bist und wie du dann es durchaus auch sehr interessant geschafft hast mit der Organisation Blue State Digital, die den Obama-Wahlkampf damals gemacht hat, ist eine Zeit lang her, in Kontakt zu treten und dort von denen viel zu lernen und die auch als Partner zu gewinnen, um diese neuen Ideen der digitalen Wahlkämpfe auch nach Österreich zu holen. Wie ist das entstanden und was hast du daraus gelernt und wie hat sich das Campaigning-Büro entwickelt aus dieser Idee? Zunächst einmal danke für die Einladung. Ich freue mich extrem, dass wir da gemeinsam heute da sein können. Ich danke euch fürs Kommen. Stefanie Winkler-Schloffer und ich, wir haben selten die Gelegenheit, Dinge gemeinsam zu machen, weil uns wirklich unser Business extrem fordert und Gott sei Dank es gut unterwegs ist. Und wir uns jetzt gerade eben mit der Steffi jetzt auch in der Geschäftsführung verbreitert haben, um da noch mehr PS auf die Straße zu kriegen. Das heißt, wir haben ein seltenes Vergnügen, dass wir gemeinsam wo sitzen, was mittlerweile extrem selten passiert. Also danke für die Einladung, danke für die Möglichkeit, dass wir ein bisschen plaudern über uns, über das Unternehmen. Ja, in der Tat, es werden jetzt bald 10 Jahre, was unglaublich ist für mich persönlich, wenn ich da zurückschaue. Also am 2. April sind es 9 Jahre. Ja, und ihr seid ja noch 2012. In den 30ern beide, nicht? Du noch. Wir legen großen Wert drauf. Bei der Steffi ist es einfacher, bei mir ist es schon schwieriger, es wird langsam knapp. Ja, aber ich habe tatsächlich mit 30 Jahren die Firma gegründet. Mit einer großen Überzeugung. Du hast das erwähnt, ich habe lange Jahre in der Politik gearbeitet, habe dort Wahlkämpfe gemacht, habe dort das Handwerk gelernt, wie du Menschen bewegst und mobilisierst. Ja, das ist das, was ich gelernt habe. Und ich glaube, du kannst ja das Kommunikationshandwerk an vielen Stellen lernen. Die meisten lernen es tatsächlich in Agenturen, in Kommunikationsabteilungen, auf der Werbeakademie. Es gibt ja viele Möglichkeiten und viele Zugänge in diese Branche. Und wahrscheinlich habe ich eher den ungewöhnlichen gewählt. Ja. Ich habe nicht im Corporate-Bereich begonnen, sondern ich habe meine Karrierelaufbahn im politischen Bereich begonnen. Und es hat sich, wenn ich so zurückschaue, ehrlicherweise als großer Vorteil herausgestellt. Ja. Es hat dazu geführt, dass ich Kommunikation oder Kampagne
nie so eng betrachtet habe, als ja, Bündel an Kommunikationsmaßnahmen, 360-Grad-Kommunikation, die ganzen Stichworte, die man alle da immer fallen lässt. Für mich war Kampagne immer mehr. Für mich war Kampagne Menschen bewegen und mobilisieren. Das ist das, was du in der Politik lernst. Wenn du da Menschen nicht in die Gänge kriegst, dann war es für nichts. Ja, dann ist es schön, wenn du Werbespots gelauncht hast und Inserate geschalten hast. Aber wenn du Menschen nicht bewegst, dann hast du in der Politik verloren. Und das ist eigentlich das Learning oder die Erkenntnis, mit dem ich aus dieser beruflichen Laufbahn, die meine Anfänge waren, herausgegangen bin und gesagt habe, ganz ehrlich, ich glaube, diese Überzeugung tut nicht nur der Politik gut, sondern die würde auch den Unternehmen gut tun. Und ich kann mich nur gut erinnern, als ich damals noch bei meinem früheren Arbeitgeber im Büro gestanden bin und mir gedacht habe, ja, was wäre eigentlich, wenn ein Unternehmen so eine Wucht für sich in die Gänge kriegen könnte, so eine Energie, so eine Kraft in die Gänge kriegen könnte, wie die Politik das in Wahlkämpfen ja ohne jeden Zweifel schafft. Und jetzt kann man über Politik denken, was man will, und man kann welche Richtung auch immer unterstützen. Ist völlig belanglos, interessiert niemanden. Es geht wirklich darum, wie bewegst du Menschen? Und das lernst du dort. Und das haben wir einfach beschlossen, dass das was ist, was mehr Menschen anwenden sollten. Und ich habe dann 2012 eigentlich gar nicht mit dem Unternehmen begonnen, sondern ich habe mir gedacht, das musst du mir zuerst einmal wem erklären. Ja, das ist ja, ich habe über Campaigning geredet und damals hat niemand über Campaigning geredet. Heute kannst du schauen und viele. Naja, der Herr Silberstein schon, nicht naja, diese der, Leute. Das ist ja wieder eine andere Fraktion, das ist nicht mein Spiel, das der spielt. Ja. Ich habe damals rumgeschaut und habe festgestellt, niemand, keine Agentur, kein Anbieter hat sich damals mit Campaigning beschäftigt. Heute, wenn du die Webseiten von Agenturen durchschaust, schreiben ja, weiß Gott wie viele schon drauf, ja, wir machen auch Campaigning. Es war damals niemand, also gerade der kritische Standard, der hätte das nicht getitelt, der hat damals geschrieben am 2. April 2012 Österreichs erste Campaigning-Agentur. Also es hat damals niemand gemacht. Ja. Und es war tatsächlich die Überzeugung zu sagen, wie kriegen wir das, was wir in der Politik gelernt haben, wie kriegen wir das in die Unternehmen? Das war von Anfang an das Ziel. Das Ziel war nie, Politikberatung zu machen. Das, und ganz ehrlich, es gibt ja heute noch viele, die fragen uns, wenn gerade keine Wahlkämpfe sind, dann fragen uns die Leute, was macht sie eigentlich jetzt gerade? Und die Wahrheit ist, wir machen das Gleiche wie immer, weil Politik ist ein Bruchteil von unserem Geschäft. Ja. Wenn irgendwer glaubt, du könntest von politischer Beratung, das wäre ein Markt, von dem du leben kannst oder von dem du ein Unternehmen aufbaust mit 70 Leuten, ist natürlich völliger Irrsinn, das wird sich nie ausgehen. Also das Ziel war von der ersten Sekunde weg zu sagen, wie bringen wir diese Denke der Mobilisierung, der Movements, der Bewegungen, wie bringen wir das in die Unternehmen rein? Und das hat natürlich gedauert, ja? Weil am Anfang haben alle gesagt, naja, Campaigning, das ist ja nur für die Politik, und dann haben wir mal erklären müssen. Und darum habe ich eigentlich eben nicht mit der Firma begonnen, sondern mit dem Campaigning Summit begonnen, einer Fachkonferenz, wo wir das Thema erklärt haben. Und so ist dann Schritt für Schritt das entstanden, was heute das Campaigning-Büro ist. Und natürlich haben wir immer wieder auch Politik gemacht und ehrlicherweise, ich bin froh, dass wir es tun, ja, weil es hält uns in dieser Denke drinnen, in dieser Denke, dass es am Ende darum geht, Menschen zu bewegen. Ja. Und darum bin ich dankbar, dass das auch heute noch Teil von unserem Business ist. Wir haben mit Lukas Holter einen Co-Geschäftsführer von der Stefanie Winkler-Schloffer, der die politischen Kampagnen verantwortet, viel in Deutschland unterwegs. Ja. Und der Hauptteil von unserem Business ist ganz klar der Corporate-Bereich. Und da ist es wirklich toll, dass wir mit der Steffi da jemanden haben, die über die Jahre das in Wahrheit aufgebaut hat, bei uns und für uns. Und sind wir guter Dinge im Blick nach vorne. Es ist der Bereich, der am stärksten wächst. Und genau deswegen, um es abzurunden, die Geschichte, auch das neue Büro, der neue Standort, wiewohl man dazu sagen muss, dass der Standort tatsächlich ein Standort für unseren Flottenverband ist, so nennen wir es. Das Campaigning-Büro ist mein erstes Unternehmen, mein Baby, wenn man so will, ja, wo ich immer verbunden bin natürlich, aber das in Wahrheit in der Führungsverantwortung von der Stefanie Winkler-Schloffer liegt. Ich habe nebenbei die Business Gladiators, ich habe ein Softwareunternehmen und alle die sind am Standort versammelt und da haben wir jetzt Platz für Wachstum und den werden wir nutzen. Stefanie Winkler-Schloffer, was ist denn Campaigning für Corporate-Kunden? Wie kann dieses Schlagwort zum Leben erweckt werden, wenn sich ein Unternehmer jetzt angesprochen fühlt? Was sagst du dem? Wie präsentierst du dich? Was machst du anders wie andere Werbeagenturen, die sagen, ich mache auch was Tolles?
Es gibt zweifelsohne sehr viele Werbeagenturen, die was Tolles machen. Wir haben mit Campaigning einfach eine ganz eigene Methode und Herangehensweise geschaffen. Der Philipp hat es erst aufgegriffen und geschildert von den Wahlkämpfen, dieses Gefühl, sozusagen wirklich diese Fokussierung auf einen Wahltag in dem Fall sogar. Ja, wie man das Glück, dass die ganzen Konsumentinnen und Konsumenten, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht nur einmal alle 5 Jahre eine Wahl treffen, sondern jeden Tag wirklich ganz, ganz viele Wahlentscheidungen treffen. Nämlich, greife ich zu dem einen Produkt oder zum anderen, ja, fahre ich zum Termin mit dem Taxi oder mit dem Uber, nehme ich beim Supermarkt, also biege in den einen Supermarkt oder in den anderen, ja, also ganz, ganz viele Wahlentscheidungen, denen sich wirklich jeder und jede jeden Tag stellt. Und unser Ziel ist es, da natürlich dafür zu sorgen, dass sie sich für das Unternehmen, für das wir aktiv sein dürfen, entscheiden. Das ist für uns auch vergleichbar mit einem Wahlkampf auch kein Sprint, sondern ein Marathon. Ja? Also da geht es sehr stark darum, wirklich Beziehungen zu diesen Menschen auch aufzubauen, in einem wiederholbaren Kontakt zu sein, nicht einfach nur Plakate aufzuhängen und dann zu hoffen, dass das wirkt, sondern wirklich in einen Beziehungsaufbau mit diesen Menschen zu gehen, sodass man dann sagen kann, super, jetzt ist sozusagen die Wahlentscheidung getroffen und jetzt arbeiten wir auch weiter. Ja? Also geht es auch sehr stark darum, auch Kundinnen und Kunden einzubinden, ja, in Entscheidungsprozesse vielleicht auch, in Entwicklungsprozesse, diese zu Botschaftern zu machen für das Unternehmen. Ja? Und was dafür einfach eine ganz starke Grundlage ist, ist, dass es bei uns meist nicht um Produktnutzen geht, weil der ist sehr oft austauschbar, sondern eigentlich um die Werte hinter dieser Marke, um vielleicht diese Wünsche und Bedürfnisse, die diese Marke auch adressiert, um ein Anliegen, für das diese Marke steht. Und das stellen wir in den Vordergrund und suchen sozusagen Mitstreiter für dieses Thema da draußen und schauen eben, dass wir mit denen in diesen Beziehungsaufbau kommen. Das ist eigentlich so der Kern, was es damit auch deutlich nachhaltiger macht, im Sinne von natürlich deutlich länger nutzbar, deutlich festere Beziehungen, Kundenbeziehungen natürlich, als wenn man das einfach nur, sage ich jetzt einmal, mit schönen, zweifelsohne schönen Spots und Plakaten berieselt zu werden. Ja. Ist ein üblicher Zugang heutzutage in der modernen Werbung. Ihr nennt es Campaigning, es ist aber auch erlaubt zu sagen, da geht es um den Aufbau einer Community, da geht es um Followers zu finden, um wie ihr sagt, Markenbotschafter, es geht darum, die Mitarbeiter zu überzeugen, im eigenen Hause mal die Marke natürlich am verinnerlichsten haben und daher ist sie die auch, leider oft vergessen werden, wenn ich da einhaken darf. Sie kommunizieren. Es ist schon sehr vergleichbar mit dem, was man in der Politik macht. Nicht? Also wenn man sich damals diese erste oft zitierte Obama-Bewegung, ist auch so ein Begriff, der da entstanden ist, ansieht, sieht man schon, dass das auch, wie du jetzt auch richtig gesagt hast, ein langer Prozess ist. Mhm. Ja, absolut. Wo man über viele Jahre eigentlich dann Beziehungen knüpft, in dem Fall für eine politische Bewegung, im anderen Fall, wie du es jetzt machst, für eine Marke. Mhm. Absolut. Es ist ja natürlich ja so, dass diese Mechanismen ja aus der Politik stammen, also dort haben wir es auch gelernt, ja, also Stichwort Obama-Wahlkämpfe etc., aber natürlich genauso auch auf Unternehmen anwendbar sind. Ja. Das ist ja auch die Intention des ersten Campaigning Summits gewesen, den ich ein paar Jahre ja auch begleiten durfte. Genau diese verschiedenen Felder, ob das jetzt NGO ist, ob das Politik ist, ob das Corporate ist, auch zusammenzubringen und von den Erkenntnissen und Methoden des jeweils anderen auch zu lernen und diese auch umzusetzen. Ich glaube, der Knackpunkt ist tatsächlich so, wie die Steffi völlig richtig sagt. Ja? Wir sind in einer Welt, wo Produkte immer austauschbarer werden. Und Werbung hat über Jahrzehnte lang eins gelernt, und das ist mit dem Hammer drauf zu hämmern auf Produkte, 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 im schlimmsten Fall noch Preis, Preis, Preis. Ja? Und die Wahrheit ist aber, Menschen kaufen immer weniger Produkte, sie kaufen immer mehr Überzeugungen. Ja? Die Überzeugungen hinter den Produkten, die Werte hinter den Produkten. Und da stellen wir schon fest, und ich bin bei dir, ja, in den Instrumenten haben wir ja keine Zauberer. Wir arbeiten ja lustigerweise mit den gleichen Instrumenten wie alle anderen. Und trotzdem ist es so, dass jeder Koch auch mit den gleichen Instrumenten arbeitet, nur beim einen kommt das eine raus, beim anderen kommt das andere raus. Also es sind nicht die Instrumente, die uns unterscheiden, sondern der Zugang, der uns unterscheidet. Und ich glaube, wenn wir in einer Welt leben, wo Menschen Überzeugungen kaufen und das einmal als gegeben hinnehmen, dann müssen wir anerkennen, dass es auch ein Betriebssystem dahinter braucht,
das in der Lage ist, für Überzeugungen zu werben. Und ich habe das Gefühl, das haben wir im politischen Betrieb nicht so schlecht gelernt. Mhm. Ja? Das hat man, lernt man vielleicht im Corporate-Betrieb ein bisschen weniger. Ja? Und ich glaube, das ist eigentlich bis heute, und ich selber gehöre zu denen, die am überraschtesten sind, dass es eigentlich 10 Jahre später noch niemanden gibt, der uns vom Platz gefegt hat, um ehrlich zu sein, weil eigentlich 10 Jahre wäre eine gute Zeit, dass jemand einmal kommt und sagt, so Freunde, es ist Zeit für euch, Abmarsch, jetzt kommt die nächste Generation des Campaigning. Aber das Gegenteil ist der Fall, wir wachsen jedes Jahr, wir sind sogar im letzten Jahr 20% gewachsen, im Jahr davor 50% gewachsen und haben viele solche Wachstumsjahre. Und der Grund ist einfach, dass wir einfach offensichtlich anders drauf schauen auf die Problemstellungen. Wir haben in unserer Werkzeugkiste, wenn man jetzt die Summe an Agenturen nimmt, Digitalagenturen, Dialogagenturen, Werbeagenturen, PR-Agenturen und was es alles gibt, ja, dann würde ich nicht sagen, dass unser Werkzeugkoffer der Unterschied ist. Ich habe das Gefühl, wir arbeiten mit den Werkzeugen anders. Ich glaube, das ist die Differenzierung am Markt. Ja. Das ist ja das, was sehr viele Unternehmen uns schildern in den Erstgesprächen. Ja, die sagen, also so wie sie bisher getan haben, irgendwie kommt nicht mehr der gleiche Output raus. Ja. Sie merken gleicher Ressourceneinsatz, weniger Output oder sie müssen immer mehr tun, damit sie ihr Level sozusagen halten. Und die irgendwie das Gefühl haben, aufgrund dessen, was sie von uns natürlich von den politischen Kampagnen mitbekommen haben, dass wir da offensichtlich einen anderen Zugang haben und dass das, was sie was auch für Sie von Wert sein könnte. Ja, das habe ich wirklich in extrem vielen Erstgesprächen schon gehört. Und auch mittlerweile auch in Deutschland hören wir das immer wieder, auch im Corporate-Bereich, wo einfach in Erstgesprächen das immer wieder angesprochen wird, dass Sie ein bisschen so schauen, wer ist sozusagen in den politischen Kampagnen aktiv, in den großen, die bekannt sind, und dann schauen, welche Agenturen stecken da dahinter und so auf uns kommen. Also insofern ist es nicht einmal so schadhaft, dass wir natürlich sehr für unsere politischen Projekte bekannt sind, wie wohl man trotzdem immer die Realität zurechtrücken muss. Also 20% von unserem Business ist Politik, 80% ist nicht Politik. Ja? Und von den 20% ist eigentlich ein großer Teil nicht in Österreich. Ja? Also insofern muss man natürlich immer gerade rücken, aber trotzdem haben eben solche politischen Kampagnen natürlich Strahlkraft. Ja? Und sie lassen bei potenziellen Kundinnen und Kunden vermuten, dass da vielleicht irgendeine Form von Know-how ist, das woanders nicht ist. Weil so ehrlich muss man ja sein, alle Kunden, die zu uns kommen, haben ja schon eine Agentur. Mhm. Also 9 von 10. Ne? Und sie kommen trotzdem zu uns. Also ist ja auch interessant. Ja? Mhm. Und sagen dann, Freunde, wir wissen, wir haben da schon jetzt ein paar Sachen probiert, aber vielleicht können wir mal mit euch probieren. Mhm. Ja? Und meistens ergeben sie daraus sehr langfristige und immer auch wachsende Kundenbeziehungen. Mhm. Wenn ihr jetzt sagt, es werden immer weniger Produkte gekauft, mhm. sondern eigentlich Haltungen mhm. und Absolut. Meinungen mhm. und Einstellungen mhm. hinter Produkten mhm. oder hinter Marken gekauft, heißt das ja, dass man sich mit diesen Gedanken hinter dem Produkt in dieser Firma und als deren Werbeagentur ja extrem beschäftigen muss. Absolut. Was macht ihr da? Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass viele zu uns kommen und zuerst gar nicht wissen, was für die Leute da draußen Anziehungskraft überhaupt mhm. hat. Ja, also die sagen, wenn wir fragen, was ist bei euch besonders, dann kommen Produktnutzen. Ja? Und dann hat sich bei uns ein Wort hat sich herauskristallisiert, das wir in unseren Erstgesprächen sehr oft verwenden, die Frage nach dem Warum. Ja, weil meistens ist irgendwo in der Gründergeschichte beispielsweise dieses Anliegen begraben. Ja, also es hat ja irgendeinen Grund gegeben, warum man damals beispielsweise begonnen hat, dieses Unternehmen zu gründen, dieses Produkt zu produzieren. Ja, und unser Ziel ist es wirklich durch sehr viel Fragen und manchmal auch hartnäckig sein, herauszufinden, was das ist, was da sozusagen im Kern drinnen steckt. Weil was für uns ganz klar ist, es geht nicht darum, dass wir da jetzt irgendwas erfinden und sozusagen sagen, ah, aus der Marktforschung wissen wir, das würde gut ankommen, ja? Sondern für uns ist es extrem wichtig, dass das authentisch ist. Auf Basis dessen, dass wir, wie ich das angesprochen habe, ja auch von einem Marathon meistens reden, muss es natürlich auch eine Geschichte sein oder ein Anliegen sein, das man lange durchhalten kann. Wie ja? auch in der Politik. Wie natürlich. Auch in der Politik natürlich, wo ich auch nicht alle 3 Monate irgendwie die Geschichte wechseln kann oder meine Werte, für die ich stehe, wechseln kann. Ja? Und dementsprechend ist es für uns immer extrem wichtig, dass sich das Unternehmen, der Unternehmer, die Unternehmerin extrem stark damit identifizieren kann und dass es eigentlich aus ihr oder ihm heraus ist. Ja? Und da können wir durchaus hartnäckig sein, das herauszufinden und zu schärfen und sozusagen ja, wirklich herauszuschälen manchmal. Das dann
aufs Podest sozusagen zu stellen und in die Auslage zu stellen. Ja? Ich glaube, was über die Jahre eines gefestigt hat bei uns ist, wir sind sicher keine Wellness-Agentur. Nein, das ja? sicher. Also wir sind keine Agentur, wo du hingehst fürs gute Entertainment und ich weiß nicht, also wo du ein bisschen Unterhaltung kriegst, wie man es ja dort oder da durchaus erlebt, sondern wir sind wirklich unangenehm. Ja? Also unangenehm, bohrentief. Haben selber als Agentur eine starke Haltung und Meinung und Überzeugungen. Also sind durchaus, also gehören nicht zu jenen, die sich mit dem ersten Lüftchen, das von Kundenseite kommt, in die andere Richtung biegen. Ja, also das ist Teil unserer DNA und die hat uns immer ausgezeichnet, für das steht da unser Team und mit dem sind wir extrem gut gefahren. Ich glaube, die Zeiten sind so verwirrend teilweise, wenn du heute, und ich meine, gerade ihr bei Medianet, ihr seid ja wirklich am Markt näher dran als alle anderen, berichtet jede Woche und online täglich über das, was sich tut und über neue Entwicklungen und neue Trends und was man machen kann und wie man es machen kann, und das ist herausragend auf der einen Seite, und auf der anderen Seite kann es natürlich für einen Kommunikationsverantwortlichen extrem überfordernd sein, weil natürlich. Ich denke mir, bitte, was ist jetzt schon wieder? Ja? Jetzt habe ich letzte Woche haben sie mal gesagt, ich muss das machen, die Woche lese ich in einer Fachzeitschrift, ich muss jenes machen und übernächste Woche, also es ist ja zum wahnsinnig werden. Ja? Und ich glaube, in so einer Zeit einer kompletten Überforderung an Möglichkeiten, Instrumenten, Tools, Technologien, Methoden, Zugängen, willst du eigentlich eine Agentur, die steht, ja, die steht und sagt, okay, Freunde, das ist das, woran wir glauben, so glauben wir, gehen wir an die Sache ran. Und ich habe schon das Gefühl, und Steffi wird das bestätigen können, viele unserer Kunden suchen Sicherheit in einer völlig wirren und überfordernden Zeit und sagen, Freunde, ich habe den Durchblick verloren, habt ihr noch? Ja? Und das nehmen wir für uns, da sind wir nicht eingebildet genug, ja, wir nehmen für uns nicht in Anspruch, die Weisheit mit dem Löffel gefressen zu haben und auch nicht die Wahrheit aller Wahrheiten zu haben. Es gibt viele, die machen da draußen einen guten Job. Ja. Wir machen unseren Job, so wie wir ihn für richtig finden, und wem das taugt, der kommt zu uns, und wem es nicht taugt, der kommt nicht zu uns. Und mit der Einstellung sind wir über die Jahre extrem gut gefahren. Ihr sucht nach den Werten, nach der DNA, wie man das auch bei Marken und Unternehmen oft nennt. Wenn ihr die dann gefunden, entwickelt, festgemacht habt mit dem Kunden, geht es dann los. Dann beginnt die Arbeit, packt man den Werkzeugkasten aus. Und der ist natürlich, wenn man wiederum eure Vergangenheit aus der Politik hier ins Spiel bringen will, der ist natürlich heutzutage schon auch sehr digital geworden. Das stimmt. Das stimmt. Unser Genesis liegt natürlich auch sehr stark im Digitalen. Das ist auch oft ein Anknüpfungspunkt, wo Kunden zu uns kommen und sagen, wir haben so das Gefühl, im Digitalen, da seid ihr sehr stark zu Hause. Ist es aber bei Weitem nicht nur mehr. Ja, also wir haben wirklich ganz tolle Kapazunder auch bei uns an Bord geholt, mit dem David Petermann als Kreativdirektor, vielfach ausgezeichnet, kann Juror gewesen etc. Ja, mit dem Semyon Bakrojew als Artdirektor, Hildegard Linzbauer im Strategiebereich, also haben uns da wirklich auch im klassischen Bereich sehr, sehr stark, finde ich, aufgestellt, ja? So dass wir mittlerweile auch die klassischen Herausforderungen nicht scheuen und natürlich auch wissen, dass gerade wenn es um Campaigning geht, es ja oft extrem interdisziplinär ist. Ja? Also, die ganz großen Reichweiten kriegt man nun mal nicht so sehr genau. Das Internet, sondern über eine Fernsehkampagne, über Plakate, über Anzeigen und so weiter, wie es auch die Politik und die Werkzeugkoffer beherrscht. Genau, die Kombination einfach, ja. Weil ich glaube, es ist einerseits natürlich die große Stärke, die große Reichweite über Plakate, TV und so weiter zu bekommen und andererseits die große Stärke von den digitalen Kanälen extrem stark targeten zu können, Botschaften zuschneiden zu können, sehr viel auch sehr einfach und unbürokratisch sozusagen auch mal abtesten zu können. Ja? Was wir jetzt gerade beispielsweise bei Diners im Herbst sehr stark gemacht haben, wo wir einfach im digitalen Bereich einmal geschaut haben, welche Zielgruppen reagieren auf welche Botschaften, welche Argumente sind dort
dort die Stärksten. Ja? Und das kann man dort sehr unbürokratisch natürlich ausprobieren. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wir natürlich aus dem Digitalen kommend uns in den klassischen Bereichen auch sehr stark aufgestellt haben und dementsprechend auch eine Kampagne wirklich dort in allen Bereichen abdecken können. Ja? Also für die Sporthilfe haben wir TV-Spots am Start gehabt, Plakate, die jetzt gehangen sind, viele andere Kampagnen mit Plakaten, Inseraten etc., Megaboards, also die ganze Breite wird von uns natürlich abgedeckt. Ja. Bleiben wir bei euren Corporate-Kunden. Also ihr habt ein paar jetzt erwähnt, Diners Club, ihr habt die Sporthilfe erwähnt, ihr arbeitet aber auch für den Rewe-Konzern. Ihr habt auch, Sporthilfe ist ja ein bisschen auch in diese Richtung auch viel anzubieten für Organisationen. Ihr arbeitet für den Herrn Schwarzenegger seine Klimainitiative, was auch ungewöhnlich ist, nicht mit dem amerikanisch-kalifornischen Background sich eine Agentur als Partner zu holen für ja, seine Anliegen, die Welt besser zu machen. Gut, er ist extrem verwurzelt in Österreich und auch über Monika Langthaler mit ihrem Unternehmen, die ja wirklich federführend ist und das alles so großartig mit ihm entwickelt hat, hier den Kongress entwickelt hat, die Initiative entwickelt hat. Also da ist wirklich die Monika Langthaler eigentlich diejenige, die da das Spotlight verdient und wir dürfen in unserem Expertenfeld was beitragen, was uns extrem stolz macht. Ihr habt Mazda auch als Kunden. Oral-B, eine ganz tolle Marke, klarerweise ganz spezielles. Was gefällt euch am besten von all den genannten Kunden? Was gemein. Jeder auf seine eigene Art und Weise. Ich muss ehrlich sagen, wir sind wirklich in der ganz glücklichen Lage, dass wir mit all unseren Kunden liebend gern zusammenarbeiten. Erzählt ein bisschen, was macht ihr für wem was? Also Diners ist auf uns zugekommen nach einigen Jahren Durststrecke, sage ich mal, in der Werbung und in der Kommunikation, mit dem Ziel, wirklich die Marke auch neu zu positionieren und neu aufzustellen. Da haben wir jetzt einmal, sage ich mal, die Hausaufgaben gemacht, wir haben einmal die Website jetzt komplett neu gemacht, wir haben die Kartenantragsstrecke digitalisiert und haben parallel dazu uns einmal ein bisschen angeschaut, wie ich zuerst schon erwähnt habe, was sind überhaupt Botschaften, die noch ankommen, ja, welche Zielgruppen erreichen wir noch mit der Marke, haben das sozusagen wirklich Hausaufgaben gemacht, ja, die in einigen Bereichen so aufgestellt, dass wir jetzt dann im Frühling wirklich mit einer großen Kampagne auch starten können. Und all die Erkenntnisse, die wir da gewonnen haben, nutzen können, um da wirklich einen großen Aufschlag auch zu machen. Ja. Für Rewe sind wir beispielsweise für ja natürlich auch seit einigen Jahren aktiv, vor allem im Social-Media-Bereich, im Content-Bereich, auch im Community-Bereich. Ja. Haben wir auch eine große Newsletter-Community bei Ja natürlich, wo unser Part eigentlich sehr stark darum geht, rund um die Werte, für die Ja natürlich steht, ja, wirklich der Bio-Pionier ja auch zu sein, rund um dieses Thema, da ja, einfach eine Community aufzubauen und die auch gut zu servicieren. Mazda haben Sie angesprochen, die auch zu uns gekommen sind mit dem Bedürfnis, neben dem klassischen Marketing und der Werbung da auch im digitalen Bereich aktiver zu sein und vor allem auch wirklich da mal Kontakte zu sammeln, Beziehungen aufzubauen, beispielsweise rund um das Thema E-Mobilität sehr stark. Ja. Also sind da wirklich breitend tätig. Die Sporthilfe, Sie haben es erwähnt, wo wir extrem dankbar sind und stolz sind, dass wir die begleiten dürfen, für die wir ein komplett neues Motto mit Zusammen unschlagbar entwickelt haben, das auch bei der Gala im Herbst sehr, sehr stark präsent war. TV-Spots, Plakate, aber auch nicht nur im Awareness- und Reichweitenbereich, sondern wo es auch sehr stark um die Interaktion und um die Involvierung geht. Ja, wo jetzt jede und jeder die Möglichkeit hat, seinen Beitrag zur Sporthilfe zu leisten, indem man etwas spendet, in dem vorher, ja, also die ja davor sehr stark von großen Spendern eigentlich sich vorrangig finanziert haben, jetzt mit uns den Weg auch gegangen sind, doch wirklich jeden und jeder Österreicherin die Möglichkeit zu geben, da einen Beitrag dazu zu leisten. Also wirklich breitest eigentlich aktiv. Oral-B, für die wir etwas sehr Klassisches umsetzen dürfen, aber sehr reichweitenstarkes Plakat am Stephansdom in der Adventszeit. Also
von allem etwas, sage ich mal, dabei. Ja. Das macht uns schon extrem stolz. Also wenn ich wirklich daran denke, wie die Sache begonnen hat, dann hat man am Anfang im Corporate-Bereich mit dem Thema Campaigning überhaupt nichts anfangen können. Also da hat man wirklich sich gedacht, was wollen die da jetzt und was machen die da? Ja? Und das war echt, das hat echt Jahre jetzt gedauert und ist vor, würde man sagen, 3, 4, 5 Jahren ungefähr ist es dann, hat es dann dieses Pflänzchen ein bisschen zu treiben begonnen und mittlerweile merkt man einfach richtig, dass da kommt echt was in die Gänge und das macht uns wirklich stolz und auch diejenigen, die, ich würde fast sagen, den Mut haben, da mal einen Schritt zur Seite zu machen und zu sagen, probieren wir mal was anderes, das ist schon sehr beeindruckend und alle Unternehmen, die Steffi vorhin erwähnt hat, sind beeindruckende Unternehmen, ja, die haben tolle Leute auf ihrer eigenen, in ihren eigenen Teams schon sitzen, die meisterlich agieren, ja, und die dann aber trotzdem sagen, okay, schauen wir auch noch mal zusätzlich nach draußen und holen uns was rein, das ist schon richtig beeindruckend, auch vom Zugang her aus meiner Sicht. Ich glaube, das ist schon ein Thema, das ich auch in der Politik, in der Jugend gelernt habe, nicht, dass die Politik ähnlich wie Fernsehen unverzeihlich ist, extrem ergebnisorientiert ist, auch grob sein kann. Und wenn man diese Schule durchlebt und diesen, sage ich mal, Klingenkampf dann über mehrere Jahre gewinnt, dass das auch als Unternehmen, man den Unternehmen, sage ich mal, dass es ein attraktiver Argument sein kann, sich mit euch einzulassen, das kann ich mir schon gut vorstellen. Ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, grundsätzlich ist es immer schwierig zu sagen, also Politik ist nicht gleich Politik, ne? Also es gibt auch in der Politik unterschiedlichste Erfahrungen, glaube ich, die man machen kann. So wie ich gelernt habe, ist es, du musst einfach jeden Tag zu dir selber extrem kritisch sein, ob du alles im Blick hast oder ob du auch das Know-how, die Ressourcen auf deiner Seite hast, die du brauchst, um erfolgreich zu sein. Und wenn nicht, dann darfst du nicht eitel sein, sondern dann musst du schauen, wie du weiterkommst und wie du jemanden findest, der dir helfen kann. So habe ich es früher immer gelernt, auch von Menschen, die für mich Mentoren waren. Und das ist, glaube ich, so eine Grundhaltung. Wir im Unternehmen nennen das Wachstumsorientierung. Ja? Hat nichts zu tun mit Umsatzwachstum, sondern Wachstumsorientierung da zwischen den zwei Ohren. Ja? Bin ich bereit zu wachsen? Und zu wachsen heißt immer, über das hinaus zu denken, was ich vielleicht gestern für richtig empfunden habe. Kann ich davon ausgehen, dass mir heute ein Gesprächspartner gegenüber sitzt, der was sagt, wo ich was lernen kann. Und dieses Wachstumsmindset zeichnet uns im Unternehmen extrem aus. Also ich würde gar nicht sagen, dass das aus der Vergangenheit stammt, sondern das haben wir für uns im Unternehmen extrem stark etabliert. Wir legen großen Wert auf Werte. Ja. Also unsere Unternehmenskultur ist uns heilig. Da investieren wir extrem viel Zeit, extrem viel Geld und ist uns wirklich wichtig, ja, weil wir glauben schon, dass am Ende des Tages gerade für junge Leute, die am Arbeitsmarkt sind, die können sich aussuchen, wo sie arbeiten. Viele sagen, eigentlich will ich überhaupt Vollzeit arbeiten oder tue ich eh nur ein bisschen Teilzeit. Also was sind dann die Motive, wo ich dabei bin? Und es ist bei uns eben die Unternehmenskultur und das macht uns schon extrem stolz. Wir sind letztes Jahr zu den 3 besten Arbeitgebern des Landes gewählt worden, ja, in einer anonymen Befragung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann gebenchmarkt worden ist von Great Place to Work, nehmen heuer wieder teil, haben höhere Ziele, schauen wir mal, was uns gelingt. Ja. Aber es macht uns extrem stolz, weil ich glaube, daher rührt eigentlich die Haltung, die du angesprochen hast, weniger aus den früheren Tätigkeiten, sondern das haben wir für uns entwickelt, wo wir gesagt haben, was ist gesund an Denken für uns, was bringt uns weiter? Naja, ich meine, dass Lernen nicht schädlich ist für ein Unternehmen, für einen Menschen, für eine Community, für Mitarbeiter. Es heißt halt jetzt ein bisschen moderner, aber das ist natürlich schon eine alte Weisheit. Nicht? Ist eine alte Weisheit, was nicht heißt, dass es jeder automatisch verinnerlicht. Ja. Ne? Also ja. Es gibt viele alte Weisheiten. Ja, ne? Man kann auch alte Weisheiten oft auch nur dann gut weiterreichen und verkaufen, wenn sie wieder in sind und wenn sie einen neuen Namen haben, nicht einen neuen Zugang haben. Weisheit ist halt das eine, anwenden ist das andere. Ja. Und es wirklich zu leben, weil theoretisch wissen wir alle extrem viel. Es kommt immer darauf an, setzt man es auch um ja, und meint man das wirklich ernst. Und da trennt sich oft die Spreu vom Weizen, von Dingen, die einfach gut klingen und die man sagt, so möchten wir das haben. Ja, und denen, die es dann wirklich bis zur letzten Konsequenz dann auch auf den Boden bringen. Ja. Und weil du das sagst, also es ist tatsächlich so, ich glaube, dass
vieles von dem, was wir tun als Unternehmen und wie wir es tun, das sind keine großmodernen Dinge. Also du hast schon recht, der Begriff Campaigning war damals neu. Mittlerweile ist nicht einmal der mehr neu. Ne? Also, aber vor 10 Jahren hat es halt keiner gesagt, der macht das. In Amerika gibt es den Begriff. In den USA schon, bei uns hat es niemand gemacht. Ja, absolut. Also es sind nicht die neuen Dinge. Es ist mehr wirklich, wer ist bereit, da die Sachen auf den Boden zu bringen, ja, und anzuwenden. Und gerade viele unserer Theorien, auch in unserem methodischen Zugang vom Campaigning, das sind teilweise sehr fundamentale alte Konzepte, also aus der Verhaltensökonomik, ja, aus der Organisationstheorie, das ist nichts fancy, ja, das ist total altes Zeug, ja. Aber anwenden muss das einmal, ja, und nicht nur Folien klatschen, sondern dann auch tatsächlich in die Anwendung bringen. Und ich glaube, das ist die große Hürde, vor der man ja jeden Tag selber steht. Ne? Also was notwendig wäre und was gescheit wäre, wie gesagt, wie die Steffi gesagt hat, wissen wir natürlich alle. Aber das Tun ist deswegen nicht leicht. Ja? Genau. Ja. Ja, ihr nähert euch jetzt 70 Mitarbeitern. Seid ihr 100, habe ich gehört, ihr seid dabei, Leute. Für den Flottenverband. Also wir haben jetzt einmal ein Büro geschaffen für 107. Mhm, ja. Sind aber in dem Büro, wie gesagt, als Flottenverband mit der Software, mit den Business Gladiators, aber Campaigning-Büro natürlich mit knapp 70, definitiv das größte Unternehmen drinnen, mit Abstand. Ja. Und auch das Unternehmen, das dort sich ausbreitet, da sollten die anderen zu groß werden, dann müssen die anderen gehen und das Campaigning-Büro wird bleiben. Ja. Das Hausrecht. Also gibt es das Hausrecht fürs Campaigning-Büro, genauso ist es. Aber ja, wir suchen gute Leute immer. Ja. Auch in Deutschland jetzt, was habt ihr euch denn noch vorgenommen jetzt für die nächsten 2-3 Jahre? Wo wird sich eure Arbeit besonders hinkonzentrieren? Am Markt, Corporate ist, glaube ich, für euch ganz wichtig, 80% der Umsätze. Was habt ihr euch da noch vorgenommen und habt ihr was Neues auch im Werkzeugkoffer? Gibt es da auch Dinge, wo ihr sagt, da haben wir viel dazugelernt, das wir auch wieder erzählen wollen und Leuten anbieten wollen? Also vielleicht auf die erste Frage eingehend, also wir haben uns viel vorgenommen natürlich, ja. Jetzt sind wir gerade dabei, uns wirklich in Deutschland auch gut zu etablieren. Der Lukas sehr stark natürlich im politischen Bereich, aber was wir merken ist, dass diese Entwicklung, die in Österreich eine gewisse Zeit gebraucht hat, dass wir zuerst sehr stark als politische Agentur wahrgenommen worden sind für Wahlkämpfe und jetzt sehr stark natürlich auch im Corporate-Bereich, da habe ich das Gefühl, das geht in Deutschland deutlich schneller. Ja, also weil wir natürlich auch in Österreich jetzt schon einige oder sehr viele Corporate-Cases haben, die wir auch zeigen können und dementsprechend werden wir in Deutschland dann immer nur als politisch wahrgenommen. Das heißt, der größte Markt für uns oder Wachstumsmarkt ist jetzt natürlich einmal Deutschland, ganz klar. Ja, klar. Ja. Wir wollen natürlich auch weiter in Österreich wachsen. Wir fühlen uns da extrem wohl und sehen auch da noch extrem viel Potenzial für uns. Ja. Und unser Ziel ist eigentlich immer auf der einen Seite natürlich, möglichst vielen Kunden da einen Nutzen stiften zu können, denen einfach unsere Art der Kommunikation und das Campaigning auch näher zu bringen. Und auf der anderen Seite wirklich auch immer bei den absolut, also top of mind bei unseren Kunden und top of mind bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ja. Also wirklich auch einen Platz zu schaffen weiterhin, der diese Auszeichnung Bester Arbeitgeber Österreichs und Great Place to Work einfach auch wirklich verdient, wo sich jede und jeder wohlfühlt, wo man gern ist, wo sich für einen selbst einfach wirklich anfühlt, wie der beste Platz auch zum Wachsen und zum Entwickeln. Und das sind eigentlich so unsere Ziele für die nächsten Jahre, wo wir sehr stark dranbleiben wollen natürlich. Wir wissen natürlich nicht, niemand weiß, was für uns noch drinnen ist, ja, keine Ahnung, ja. Aber wir sind bereit, das rauszufinden, definitiv. Ja. Ja, also irgendein Gefühl sagt mir, wir sind erst am Anfang. Lockt es euch trotzdem oder dich, Philipp, auch wieder politisch etwas zu tun? Es wurde gerade mal gewählt, aber es wird sicher wieder gewählt werden. Was ist denn da dein Zugang dazu? Gewählt wird immer, ja. Gewählt wird immer. Nein, also ich bin nicht verdächtig, irgendeiner Verlockung dahingehend zu erliegen. Das Kapitel ist für mich abgeschlossen. Ich bin extrem stolz und dankbar, dass wir mit dem Lukas Holter einen Co-Geschäftsführer an der Seite von der Steffi haben, der mit Leidenschaft und mit extrem viel Hingabe und Kompetenz diesen Bereich verantwortet. Der hat die Staffel von mir übernommen, der ist jetzt viel in Deutschland unterwegs, macht dort die Dinge, auch in Österreich. Also ich bin,
werde dieser Verlockung nicht erliegen. Im Gegenteil, ich muss ganz ehrlich gestehen, es ist auch keine Verlockung. Politik ist für diejenigen, die Politik mögen, eine super Geschichte. Ja? Und man kann extrem viel lernen, es ist sehr aufregend, man ist da sehr intensiv oder kann sehr intensiv drinnen sein, viel lernen und sicher spannende Zeit erleben. Wenn man aber so wie ich eigentlich nicht für Politik brennt, sondern fürs Unternehmertum, was mein Thema ist, ja, dann ist es einfach nur Arbeit. Ja, und das Klasse ist, an Arbeit fällt es mir nicht. Ja, also insofern wird das nichts mehr werden mit mir und der Politik. Man muss aber ehrlich zu meiner Verteidigung sagen, ich habe es lang genug gemacht. Ja. Mhm. Ich habe 10 Jahre auf Seite der Politik meine ersten Karriereschritte gemacht. Ich habe danach fast 8 Jahre auch politische Kampagnen im Rahmen des Campaigning-Büros begleitet. Also irgendwann, ich weiß gar nicht, wie viele Wahlkämpfe ich in meinem Leben gemacht habe. Es gibt auch nichts, was mich reizen würde oder reizen könnte. Und vor allem Politik kommt immer mit einem Preisschild. Ja, also, und damit meine ich, das ist sehr vereinnahmend, verausgabend, nicht immer gesund. Ja, das ist also das, tough, das ja. Muss man mögen. Ja, und jetzt will ich gerade sagen, ich mag es nicht, ich formuliere es freundlich. Meine Leidenschaft ist komplett woanders. Ja, ich bin Unternehmer, ich habe mit dem Campaigning-Büro mein erstes und sicherlich größtes Unternehmen. Ich habe 2 weitere Unternehmen, das werden nicht die letzten sein. Also da bin ich unterwegs. Ich mache meine eigenen Themen rund um Business Gladiators mit meinem Podcast und all diesen Dingen. Das macht mir extrem Spaß, mit meinem großartigen Geschäftsführungsteam zu arbeiten, im Campaigning-Büro mit der Steffi. Das macht eine richtige Freude, wenn jeder das tut, wo er am besten ist. Ja, und da fühle ich mich gerade und habe nicht vor, mich auch nur einen Zentimeter davon wegzubewegen. Alles klar. Also ihr werdet als Campaigning-Büro weiter Politik als Kundschaft haben. Absolut. Ihr habt einen Partner bei euch, der sich um das kümmert. Genau. Du sagst, du hast das lang genug gemacht und du hast auch viel gelernt. Ich freue mich, dass wir mit euch ein bisschen in die Tiefe gehen, plaudern durften und dass unsere Zuschauer, User ein bisschen euch einmal auch kennenlernen konnten, was dahinter steckt. Gehört hat man euch natürlich, weil politische Aktivitäten halt immer auch ein schönes Megafon sind, auch für Unternehmen. Ich bedanke mich fürs Kommen bei der Stefanie Winkler-Schloffer, die Geschäftsführerin vom Campaigning-Büro ist und der Schwerpunkt die Corporate-Kunden hat. Und ich bedanke mich beim Philipp Madertaner, der das Campaigning-Büro gegründet hat vor 9 Jahren und der sich jetzt freut, ein echter Unternehmer zu sein, der sich schon um die Politik kümmern lässt, aber es nicht mehr sein Hauptgebiet sein wird. Vielen Dank für die Einladung. Danke vielmals. Danke, dass ihr gekommen seid. Ja. Danke.